So, liebe Freundinnen und Freunde, wir hatten gestern einen großartigen Klimastreik und wenn man mit den Leuten vor Ort spricht, dann liegt ihnen nicht nur das Thema Klima am Herzen, sondern auch der Zusammenhang mit dem Thema Wirtschaft. Wir Grüne hier in Baden-Württemberg stellen gerne eins ganz nach vorne. Wir versöhnen die Ökologie mit der Ökonomie. Wir wollen mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Wir bauen unsere Industrie um zu einer nachhaltigen, die dann so wettbewerbsfähig ist, dass sich die Idee von nachhaltigen Produktlinien in der Welt durchsetzt. All das Argumentieren bewegt sich innerhalb der Grenzen unseres Wirtschaftssystems. Die früheren Debatten um grundsätzliche Fragen wie kann Klimapolitik wirksam werden in einem System, das auf Wachstum ausgerichtet ist? Wo sind denn die Grenzen des Wachstums? Oder dass 1% der Bevölkerung in Deutschland ein Drittel des Vermögens besitzt? Zufall oder Teil des Systems? Ist es Zufall, dass viele unserer Produkte bereits um die halbe Weltgeschichte geflogen sind? Oder liegt es nicht daran, dass weiterhin der billigste Lohn und die geringsten Menschenrechte oft entscheidend sind für die Frage, wo produziert wird? Ich finde es wichtig, an diese Fragen gerade auch an dem Tag zu erinnern, an dem wir 40 Jahre Grüne feiern. Denn sie lösen sich nicht von selbst auf, liebe Freundinnen und Freunde. Und man könnte sagen, die Klimakrise einzudämmen und auf 1,5 Grad zu beschränken, das ist Herausforderung genug für die nächsten 11 Jahre, die uns noch bleiben, um wirklich etwas zu verändern. Ich kann die Stimmen in Anbetracht der Zeitnot, die wir haben, verstehen, die sagen, zuerst wirksame Klimamaßnahmen und Technologie vorantreiben und dann um die Strukturen, um Alternativen zu unserem ressourcenfressenden Wirtschaftssystem kümmern. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, das genügt nicht. Ich glaube, wir sollten beides tun und wir sollten in den kommenden Jahren wirklich einen Fokus auf alternatives Wirtschaften legen. Denn zur Einsicht beim Thema Klima gehört doch auch, unser Wirtschaftssystem hat einen wesentlichen Anteil an der Krise, in der wir jetzt stecken. Wir können die Probleme, die uns die Marktwirtschaft durch den Klimawandel eingetragen hat, nicht allein mit marktwirtschaftlichen Mitteln bekämpfen. Das hat Klaus Töpfer, ehemaliger CDU-Umweltminister, diese Woche gesagt, als er den NRW-Staatspreis bekommen hat. Und als Grüne sollten wir doch einen ordentlichen Schritt weitergehen als die Schwarzen. Wir sollten der sozialen Marktwirtschaft nicht nur ein Öko-Update geben, wir sollten grundsätzlicher überlegen, wie wir denn in Zukunft wirtschaften wollen. Zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie ist in der aktuellen Landespolitik leider höchstens eine Randnotiz. Dabei ist sie doch eine Vorschau, wie zukünftiges Wirtschaften sein sollte. Nicht an maximaler Rendite und Wachstum orientiert, wie es alle großen Unternehmen auch in einer ökosozialen Marktwirtschaft nun mal sind, sondern an ökologischen und ethischen Maßstäben, an Qualität statt Quantität und an Maßstäben, die die Mitbestimmung von MitarbeiterInnen ganz nach vorne stellt. So muss nämlich grüne Wirtschaftspolitik aussehen. Und diese Fragen habe ich als Landessprecher der Grünen Jugend immer wieder gestellt. Und ich möchte das mit der Unterstützung des Votums der GJ weiter in der Partei tun. Denn interessante Ansätze haben wir schon jetzt bei uns. Unsere Europaabgeordnete Anna hat im Stuttgarter Gemeinderat die Gemeinwohlökonomie groß gemacht. Übrigens der Grund dafür, dass Stuttgart vor kurzem den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen hat. Und als frisch gewählter Stadtrat werde ich an die Arbeit anknüpfen. Oder André Reichel, der jetzt durch eine unverschämte CDU-Nicht-Regionalpräsident in Stuttgart geworden ist, der zu Postwachstum oder Degrowth forscht. Lasst uns diese Expertise nutzen, hier in einer der reichsten und ressourcenintensivsten Regionen der Welt und nicht nur auf technische Kapsle setzen, sondern auch auf die, die größere Fragen stellen. Und liebe Freundinnen und Freunde, das will ich tun, auch in Hinsicht auf das Wahlprogramm. Und ich freue mich, wenn ich dafür eure Stimme bekomme. Dankeschön.